Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Infovideo von meiner Seite aus. Ja, morgen ist es soweit. Die Ostereierjagd bei Farmerama geht bald los. Um 14 Uhr natürlich. Und das Ganze. Huch, da hat sich wohl einer verschrieben. Das sollte wohl 30. März sein. Mittelschwer. Ah, okay. Ja. Ja, hier ist die korrekte Zeit drinne. Ja. Ja, ab welchem Level kann das Event gespielt werden? Ab Level 2. Wie kann ich das Event betreten? Über den Eventplatz in der Stadt? Über die Newsseite? Über die Eventuhr? Wie funktioniert das Event? Öffnet das Eventfenster. Dann betretet ihr eine Wiese. Auf dieser Wiese ist ein Osterei, welches ihr erreichen müsst. Die Wiese ist in Aufgaben aufgeteilt, welche ihr erfüllt müsst. Allerdings müsst ihr, um das Osterei zu erreichen, erst einmal die umzäunten Felder abarbeiten, damit sich die Gatter öffnen mit Zugang zum Osterei. Das heißt also, man muss einmal hier rum arbeiten, damit man an das hier rankommt. So, klickt ihr auf ein Feld, bekommt ihr rechts eine Anzeige mit Gewinn und den abzugebenden Waren. Mit Klick auf den Button Durchsuchen erfüllt ihr die Aufgabe. Dieser Button wird grün, sobald ihr die erforderlichen Waren im Bestand habt. Alternativ könnt ihr die Aufgaben auch mit Tulpgrün erfüllen. Nein, wird nicht gemacht. In manchen Aufgaben müsst ihr ein kunterbuntes Ei abgeben, welches ihr einfach durch den Button Einsammeln abgibt. Ihr braucht es nicht extra produzieren, sondern bekommt es praktisch als Ostergeschenk. Aha. Ein kunterbuntes Ei für dich vom Osterhasen. Okay, einen möglichen Weg haben wir euch hier aufgezeigt. Ja, also man kann hier anfangen bei der 1. Man muss ja hier anfangen. Also man kann auch hier rüber gehen. Auf die 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oder man geht hier drüber. Fängt hier so an erstmal, bis hierhin. Und wenn man das hier schon mal hat, kann man hier weitergehen, in die Richtung. Und wenn man die Seite hier fertig hat, kann man ja auf die Seite ja weitermachen. Ja, was ist das Besondere am Event? Eventfenster? Eventpflanze? Osterlilie. Levelzeit? Levelzeit, also 2. Zeit, 5 Stunden. EP, TP, Viererfeld, 52. Kategorie Event, Flächen. Hauptacker, wilde Wiese, Waldlichtung, Bahamarama, Plantage und Regenwald. Startbuchung 10. Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Solltet ihr Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er circa alle 5 Stunden auf 5 aufgestockt. Ein Drop-Item. Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten eine Gartenschere. Das sind diese Dinger hier. Gartenschere, ja, Fläche, Hauptacker, wilde Wiese, Waldlichtung, Bahamarama-Plantage und Regenwald. Pflanzen, Bäume, Stellen, Werkschuben. 5 Freigeschenke mit Rune 7. Danach kostet eine Gartenschere 6 Tulpgulden. Davor haben die meisten Zimmer 2 oder 3 Tulpgulden gekostet. Jetzt kosten die schon 6 Tulpgulden dann? Nee. So nicht. Aha, Osterlinie, Gartenschere. Das ist der Umtauschwert. Also wenn ihr genug Gartenscheren habt, bekommt ihr schon eine Menge. Menge. Da könnt ihr es sehen. Tack, 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 tack. Aha. Aber ich weiß ja nicht, ob jemand schon eine Orchidee ab Level 2 hat. Ganz zu schweigen. Flieder. Ab Level 2. Nee. Also. Das sind diese Items, die man kriegt. Vorsicht, Einschlag, Osterei-Detektor,
Frühlingskanone und epische Osterquest. Wolkenbrei Ostereierjagd. Nur zu besetzen mit den Items aus dem also aus dem Event Ostereierjagd. Alle 14 Stunden 8.000 Erfahrungspunkte und 12.000 Moospennies. Die Frühlingskanone gibt euch zusätzlich zum Ernten noch folgende Animationen. Ja, das sieht echt lustig aus. So, dann wollen wir mal sehen. Spielhilfe, Werte, Pflanzenwerte. Da gucken wir mal nach. So, also Mohrrübe und Salat, die kann man schon mal ab Level, also Level 2 nehmen. Aber das, was eben da war, kann man erst ab 9, bei bestimmten Sachen erst 29 und 15 machen. Wie sieht's bei den Tieren aus? Okay, den Huhn kann man noch machen, aber in der kurzen Zeit dann 100 Stück zu produzieren, ich bezweifle stark. So. Aber vor allen Dingen, weil Walnuss, da muss ich noch mal gucken bei den Bäumen. Baumwerte. Ab wann hat man die Walnuss, Korkeiche, hat man auch erst ab Level 6. Den Apfelbaum auch erst ab Level 2. Okay, aber in der kurzen Zeit die besagten Menge zusammenzukriegen, das schafft kein Level 2er. Man muss schon bis Level 32 sein, um einiges hinzukriegen. Aber das wird nicht einfach. So. Gucken wir mal, was die anderen Kommentare so abgeben, ey. Ah ja. Okay. Ach, was waren die Preise nochmal? In einzelnen. Oh, 10.000 Bahama-IP. Ah, 30.000 AP. Ja, mich interessiert eher das hier. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Weil da drinne gibt es den Otter. Der fehlt in meiner Sammlung. Das heißt, also wir haben auch bald ein neues Zuchttier. Der Eulenstall gibt, den gibt's auch jetzt schon in zwei Varianten. Aber wie gesagt, der Otter fehlt mir noch, den Span habe ich, Gürteltierstall habe ich, einen Eisvogel habe ich, den habe ich, Hahnenstall, Wolfshöhle, Schnabeltier, Kiwi, Frosch, Igel, Storch. Ja, das Yukon, Tahiti, ja. Ah. Oh. Hier ist Superfutter und da Superfutter. Ja, da sind wirklich die 60, die ich gut auch gut gebrauchen könnte. Ach so, ja, ich kann ja jetzt noch abernten. So, dann mache ich das mal eben schnell, bevor ich hier auf eine Wende. Und ich hoffe, der Ton wurde aufgenommen. Aber manchmal klappt das, dann klappt es wieder nicht. Also ich brauche 1500 Mohrrüben, ey. Nicht gerade einfach. Aber da ich ja noch. Oh. Ja, machen wir nochmal eine Ladung drauf. Dann muss ich gleich die eine noch wieder abernten. Ja.
Was habe ich dann sonst noch so auf der Agenda? Meine Let's Plays zu Resident Evil 4 und Deponia Doomsday laufen noch. Und ich habe aus Versehen mal eine Folge doppelt gepostet mit unterschiedlichen Namen. Die eine doppelte Folge habe ich gelöscht. Also die eine von den zweien. Ja. Und ich habe offscreen mal die einfach weitergespielt und habe mal eben alle Kostüme freigeschaltet, die es gab. Plus alle Waffen. So, jetzt heißt es nur noch abwarten und Tee trinken. Oh, jetzt sind schon wieder 11 Minuten vergangen. Ja, also, ich werde morgen ein Video rausbringen, extra zum Event, nochmal zum Start. Also, bis morgen, euer Corganto bei Famarama.